In diesem Video wollen wir uns mal die türkische Zensur-Firewall genauer anschauen. Die testen wir jetzt mal hier, wie gut die denn ist. Die iranische ist ja mehr oder weniger durchgefallen im letzten Video und deshalb hoffen wir mal auf Besserung, dass die türkische besser funktioniert und besser zensiert. Als erstes habe ich mir mal eine Seite rausgesucht, die blockiert wird. Das ist die Seite privateinternetaccess.com. Das ist ein VPN-Anbieter. Auch zum Beispiel ExpressVPN wird blockiert, rvpn.org wird zum Beispiel nicht blockiert. Also so richtig konsistent ist da die Blockade auch nicht, aber wir haben jetzt mal eine Seite gefunden. Da sagt er einfach Verbindung fehlgeschlagen. Eine ganz einfache Methode, jetzt doch auf die Seite zu kommen, bietet uns Google, und zwar Google Translate. Deshalb einfach mal Google Translate googeln und gehen hier gleich auf Google Translate. Jetzt kopieren wir uns die Adresse mal raus und geben die hier in den Übersetzer ein. Klicken auf Übersetzen oder warten einfach ab und dann können wir hier auf diesen Link klicken. Damit surfen wir jetzt über den Google Proxy mehr oder weniger, aber das hat uns in dem Fall gar nicht so viel gebracht, denn die Seite lädt nur begrenzt. Also ich kann hier zwar ein bisschen rumscrollen und ein bisschen was lesen, aber die Struktur der Seite bleibt nicht erhalten. Vermutlich auch, bezahlen möchte man da auch nicht wirklich, wenn das so ausschaut. Also da scheint die Firewall was zu taugen. Jetzt machen wir das gleiche mal mit ExpressVPN. Also man sieht hier, ExpressVPN kann man nicht aufrufen. Gehe ich wieder zurück, klicke jetzt hier auf das Pfeilchen und jetzt habe ich auch noch die Möglichkeit, mir die Seite im Google Cache mal anzeigen zu lassen. Bei ExpressVPN funktioniert das nämlich und bei Private Internet Access funktioniert das deutlich schlechter. Also manche Seiten kann ich einfach schon mit Google aufrufen, kann auch jetzt nochmal die in den Übersetzer reinhauen. Und um jetzt die Originalseite auch anzeigen zu lassen, klicke ich hier oben auf Original. Dann muss ich nicht so diese krude Übersetzung von Google da mehr anschauen. Und da kriege ich tatsächlich die komplette Seite geladen und kann auch zum Beispiel hier auf My Account gehen und könnte mich da jetzt einloggen. Probieren kann ich es nicht, habe da leider keinen Account. Also ein bisschen mit Google rumspielen kann schon helfen, die Zensur zu umgehen. Bei Private Internet Access funktioniert dieser Trick aber leider nicht so richtig, weil scheinbar da doch direkt Inhalte von Private Internet Access nachgeladen werden und die schafft dann auch das Proxy nicht mehr. Dann wäre jetzt der nächste Test natürlich, wie gut kann denn die Firewall VPNs wegblocken? Das soll ja jetzt in den letzten Monaten auch umgesetzt worden sein, also eine Blockade von Tor und VPN. Und deshalb habe ich hier wieder mal RVPN offen, gehe in meine Einstellungen unter Protokolle. Und wir testen jetzt einfach mal ein paar Protokolle durch. Ich würde mal anfangen mit UDP 443 und sage einfach Connect. So, und hier ist die Verbindung zustande gekommen. Damit versuche ich jetzt auch mal wieder die Seite privateinternetaccess.com aufzurufen und das funktioniert problemlos. Ich habe jetzt im Vorfeld von diesem Test natürlich schon einige Protokolle durchprobiert. Ich bin mit keinem gescheitert. Also ich habe TCP 443 versucht und UDP 1194. Was wir mal probieren können, wäre nochmal auf Port 80 UDP. Einfach aus dem Grund, weil eigentlich auf Port 80 der HTTP-Verkehr läuft und das ist TCP und kein UDP. Also wenn die Firewall ein bisschen Intelligenz besitzt, könnte die das erkennen, dass hier irgendwie gerade keine HTTP-Verbindung läuft. Und ich vermute mal, auch da werden wir wieder durchkommen. Und wie erwartet sind wir jetzt auch hier durchgekommen. Jetzt probieren wir es nochmal mit dem S-Tunnel. Der soll ja auf jeden Fall funktionieren. Gehe wieder hier runter, wähle hier SSL auf Port 443. Das ist so die stärkste Waffe, die wir gegen Zensur bei RVPN machen haben. Und auch hier keine Überraschungen, damit kommt man durch. Jetzt muss ich natürlich noch dazu sagen, ich bin mit einem VPN in die Türkei verbunden. Das heißt, ich gehe quasi aus einem Rechenzentrum in der Türkei ins Internet. Das ist eine andere Voraussetzung als ein privater Anschluss. Wenn ich an einem privaten Anschluss sitze und ins Internet gehe, können da schon wieder andere Zensurmaßnahmen greifen. Wir haben zwar gesehen, dass die Zensur greift, im Sinne von Webseiten werden blockiert, aber VPNs werden scheinbar nicht blockiert. Auch ich konnte auch erfolgreich mich aufs Tor-Netzwerk verbinden. Das soll ja angeblich auch blockiert sein. Entweder behaupten die das nur und es ist noch nicht so, oder es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich nicht an einem privaten Anschluss sitze. Aber wäre komisch, weil, wie gesagt, die Internetseiten werden ja schon blockiert. Da müsste ja irgendeine parallele Infrastruktur dann aufgebaut worden sein. Nichtsdestotrotz hat auch hier die Zensur wieder mal versagt. Ich komme mit dem VPN erfolgreich durch. Und auch der Google-Übersetzer oder der Google Cache kann mir manchmal helfen, Internetseiten überhaupt anzuschauen. Von daher ist auch die türkische Firewall
noch schlechter als die iranische Firewall, denn die iranische Firewall hat zumindest einige VPN-Verbindungen blockiert, die türkische blockiert gar keine VPN-Verbindungen.